Let's rock. Deine Eltern schlafen schon, Mann, du solltest sie wecken. Schau mit ihnen Super Toxcard in Anstrengen. Zu einem neuen Part von Super Discard Add on Strecken. Und wir haben drei Strecken heute mal wieder rausgekramt. Beziehungsweise sind es drei Add-on-Strecken hier. Einmal Racetrack fahren wir, dann Secret Garden und Skyline, die drei fahren wir. Wir fangen an mit dem Racetrack. Schauen wir mal, welcher Charakter wir sind. Wir sind die Pylone, ja, nice. Finde ich schon mal echt nicht so cool, weil ich die nicht so gerne mag, aber. Naja. Das Card ist nicht das Beste, aber ist okay. Musik ist eine besondere, cool. Oh, ja, ja. Das Card ist einfach scheiße. Damit kann ich nicht, nur nicht fahren. Ja, das lenkt sich echt sehr schwer. Aber an sich, die Strecke ist schon ganz cool. Alles klar. Einfach mal ein 360. Kann man ja mal auch mal hinlegen. Ich darf nicht so driften mit dem. Das Kart ist echt sehr schwierig. Kann man da irgendwo hochfahren da links? Ja, da kann man hochfahren. Lol. Kann sich Nitro holen. Ja, jetzt schon letzte Runde her, weil soll mal chillen ein bisschen. Ich habe auch schwer eingestellt. Ach, man kann nicht abkürzen, ist ja lame. Ich habe halt auch schwer eingestellt und. Ja. Ich komme mit dem Kart nicht ganz gut klar. Deswegen bin ich so weit abgeschlagen, nicht, dass er denkt, ich kann nicht fahren. Das stimmt nicht. Okay, jetzt sind wir auch in der letzten Runde. So lange bin ich überrundet werden. Oh Gott, bitte werden wir nicht überrundet. Das wäre schon ein bisschen traurig. Hier. Hier muss ich eigentlich ganz normal in die Kurve gehen. Dann kann eigentlich auch nicht schief gehen. Ja, also mit dem Kart ist es nicht geil, aber die Strecke ist eigentlich ganz cool. Mir gefällt sie gut. Musiktechnisch auch. Und ich wüsste jetzt nicht, was ich kritisieren soll. Ehrlich gesagt, die Fans, das sieht auch alles ganz gut aus. Alles klar, wo man hinfahren muss. Und ja, drei Sterne. Was soll man dazu sagen? Ist eine gute Strecke auf jeden Fall. So, dann weitermachen wir mit dem Secret Garden. Und schauen wir mal, was da so los ist. Ah, cool. Pilze und Blümchen und noch mehr Blümchen und Bananen. Ja, okay, die Bananen gehören zum Spiel und nicht zur Map. Uiuiui. Ja, der Knu fährt erstmal ins Wasser. Wow, eine schöne Brücke. Schönen Teich entlang. Oh, was ist das hier für ein Rohr? Upsala. Interessant. Boah, wie schnell der unterwegs ist. Läuft bei ihm. Mann, ich dachte, das geht da lang, wenn du da lang fährst, Knu. Also die Pflanze einfach fest, okay. Also wahrscheinlich in den drei Rennen, die ich mit dem Kart hier fahre, werden vielleicht jetzt öfter mal nicht erster Platz, sage ich mal. Boah, über Seerosen, das ist eine coole Idee. Wow. Weil mit dem Kart, wie gesagt, ich kann es noch 100 Mal sagen, aber ich komme damit nicht klar. Die Strecke gefällt mir gut. Ui. Kommt der jetzt auf einmal her? Jetzt bin ich aber Zweiter, was ist los? Letzter Körper, glaube ich, kann ich mehr werden. Oh. Okay, die Pflanzen sind echt ein bisschen blöd. Wir sind Erster, yay! Diese Pflanzen auf der Straße echt ein bisschen blöd und. Ah! Musik wieder mal, kann man auch noch mal ansprechen. Passt wieder nur bedingt. Es ist ein Garten, klar. Was ist Zen-Garten? Aber sie passt auf jeden Fall besser als in dem Peaceful Park im letzten Part. Upsala.
Boah, jetzt habe ich hier natürlich die Qual der Wahl, wie viel Sterne ich der Map gebe. Und eigentlich gefällt sie mir schon endgut. Ich meine, die Comms kommen nicht so mit klar, wirklich. Das könnte vielleicht eine Sache sein. Ja, doch. Doch. Zwei Sterne, weil die Comms nicht klarkommen damit. Und weil diese Pflanzen, dass man nicht durchfahren kann, sondern hängen bleibt. Es ist knapp an den drei Punkten vorbei, aber schaut euch an. Schaut dir an, das ist hier links. Der eine braucht 9 Minuten für eine Strecke, die ich mit dem schwersten Kart, das man fahren kann, so ungefähr 2 Minuten 13 gehabt hat. Das ist halt einfach keine Relation zueinander. Also zwei Sterne. Die Strecke ist cool, nur ein paar Sachen vielleicht gefixt, damit die anderen Bots auch ein bisschen Chance haben. Gut, dann machen wir mal Skyline. Oh, das sieht schon mal sehr interessant aus. Wow. Was fliegt da links vorbei? Das sah halt cool aus. Nicht schlecht. Die Strecke. Oh. Die Musik passt ganz gut. Wow, da ist alles runtergeflogen. Nee, doch nicht. Oder mehr oder weniger. Wow. Sieht echt gut aus, die Strecke. Da kann man runterfallen. Wir fallen nämlich runter, weil wir nicht blöd sind. Upsala. Oh. Was ist das für ein Teil, das herumfliegt? Das ist eine Milchpackung oder was? Sieht ja wirklich so aus. Ist eigentlich jemand hinten mir? Ja, da ist einer. Gut, dass ich nichts getroffen habe. Hör auf jetzt zu rammen, Mann! Bist du so ein Pfosten oder was? Der rammt mich halt einfach. Ich war gerade so gut im Flow und jetzt machst du alles kaputt. Hallo Milchpackung. Wow, so eine Steilkurve sogar. Nicht schlecht. Was gibt es ja in Superdux-Karten der Version sowieso nicht, solche Steilkurven. Normalerweise. Aber in den Add-ons kann sowas natürlich existieren. Sind wir schon zweite Runde? Ja, sind wir schon. Lol, wie die runterfliegen. Oh. Nein, wir fliegen nicht runter. Sieht die Strecke so aus. Was mir echt gefällt, sind diese Einzelheiten, dass man mal zwischen so zwei Dingern durchfährt, dass man Steilkurve hat, das hat man nicht so häufig. Dann, dass diese Milchpackung rumfliegt. was noch? Boah, das ist halt einfach eine coole Strecke, finde ich. Hallo Milchpackung, Alter! Jetzt falle ich runter. Obwohl ich hätte mal runterfallen sollen, Nein! Um zu schauen, wie das aussieht. Was passiert dann? Wahrscheinlich wird man zurückgesetzt, ganz normal. Obwohl, brauche ich euch zeigen. Obwohl, ich kann hier mal runterfallen. Oh, ich bin runtergefallen. Na, wird zurückgesetzt, dann passt es. Hallo, Milchpackung. Nee, mir gefällt das echt gut. Das ist ein Gimp-Häuschen. Weil das Logo von Gimp... Oh Gott, weil... Gimp ist ja auch von Knu. Und ich spiele hier auch, so ungefähr. Also die sind nicht eine Firma, nicht eine Marke, aber die gehören schon so ein bisschen zusammen. Ja, ein bisschen was fehlt mir aber ein bisschen noch. Boah, ich weiß nicht, ob ich trotzdem 3 Sterne geben soll, weil es einfach eine coole Strecke ist. Ja, doch. 3 Sterne. Die bisschen Langeweile kann man schon unterdrücken. Es ist schon okay. Also ich dachte, es ist erst ein bisschen langweilig Strecke, aber es ist okay. Es ist schon fordernd, also 3 Sterne ist doch schon recht rechtfertigt, würde ich sagen. Ja, genau. Das war's ja auch schon. Gerade mal 10 Minuten, was ist da los? Ach, jo, mal. War die Strecke ein bisschen kürzer. Vielleicht sind die nächsten länger. Aber dafür könnt ihr noch in die Kommentare schreiben, ob ihr den Part gemocht habt. Ob ihr euch auf den nächsten Part freut, wenn ihr Bock habt. Und wie viele Sterne ihr den einzelnen Strecken geben würdet. 1 bis 3 sind möglich. 0, wenn ihr es zum Kotzen fandet. Und ja, 3 ist hoch. Dann seid das auch schon. Ciao, euer Zegrafik. Tschüss.